Cringe Roy, Leute, und heute werden wir mal die neue Avalanche Map zocken. Und wenn ihr die noch nicht gespielt habt, dann kann ich euch sagen, sowas habt ihr noch nie gesehen. Ihr müsst euch das wie eine unendliche Lawine vorstellen. Es gibt hier diesen Berg und die kommen permanent irgendwelche Fahrzeuge zufällig runtergeschossen. Außerdem ist es auch noch enorm rutschig und man muss irgendwie versuchen, diesen Berg hier zu erklimmen. Natürlich muss man erstmal das Spiel starten. Und diese Map ist derzeit bei den vorgestellten Rifts da. In der Beschreibung steht, wir müssen einfach nur den Berg erklimmen, Fahrzeugen ausweichen. Oh, und mit den Flugzeugen fliehen. Ihr seht, hier geht sowas von ab. Hier kommen unglaublich viele Fahrzeuge runter. Man muss immer ein bisschen irgendwie gucken, dass man den ausweichen kann. Ich bin auch echt mal gespannt, wie das oben aussieht, wie das Ganze funktionieren wird, wie die Map gebaut ist. Und am besten macht man es echt immer so, man springt immer zweimal. Denn wenn man zweimal auf dieses Eis kommt, dann fliegt man direkt wieder runter. Das heißt, man rutscht komplett runter. Und wir müssen eben echt immer vorausschauend gucken, wo diese ganzen Fahrzeuge runterkommen. Jetzt können wir hier die Gelegenheit ergreifen, hochgehen. Und wir sind... Wow, uns hat einfach ein Fahrzeug komplett weggestoßen, habt ihr es gesehen? Wir können eigentlich vielleicht hier hochgehen. Jawohl, hier sind wir erstmal sicher. Und tut mir doch bitte den Gefallen und drückt heute nochmal alle auf den Abonnieren-Knopf, falls ihr es noch nicht getan habt. Um mir beim letzten Stück des Weges zu den 1 Million Abonnenten... Oh nein, hier zu helfen, Leute. Tut mir echt den Gefallen. Wir sind schon so weit gekommen und... Dieser Traum, Alter, das gibt's nicht, Leute, die pushen mich so runter. Wie gesagt, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Traum von mir, zu den 1 Million Abonnenten zu kommen. Und die können mich echt nochmal unterstützen, Leute. Jetzt gerade nochmal der Endspurt hier. Ich wäre jedem Einzelnen dankbar, wenn er hier jetzt nochmal abonnieren könnte. Let's go, Leute, wir sind wieder auf einem guten Weg. Wie gesagt, am besten ist es echt ganz kurz davor abzuspringen und direkt so einen Doppelsprung zu machen, der eigentlich oft klappt, aber auch nicht immer. Man muss dann sofort wieder gucken, oh, dass man hier auf diese nicht rutschigen Flächen kommt. Denn sonst rutscht man einfach immer weiter den Berg runter und muss nochmal alles von vorne machen. Also die Map ist echt ein bisschen schwer. Oh nein, boah, wir sind gerade noch ausgewichen. Und weiter geht's hoch, komm schon. Wir sind jetzt fast wieder an der Stelle, wo wir davor waren. Und das, also am besten geht's wirklich wie mit den zwei Sprüngen hier, was ich schon gesagt habe. Boah, da kommt nochmal einer. Das ist, wow, Alter, wir sind so weit oben, komm schon. Ey, wir sind so weit oben. Durch diesen Bug, das Fahrzeug hat uns einfach mal komplett hochgepusht. Was müssen wir hier machen? Wir müssen auf jeden Fall jetzt glaube ich, links gehen auf jeden Fall irgendwie. Okay, komm, let's go. Ja, ein Bounce-Pad. Wir sind echt auf einem so guten Weg. Ich glaube, wir haben es gleich schon geschafft. So. Wow, das Bounce-Pad war da noch, okay. Hat uns gesichert, nein. Und wir sind tot, wir sind einfach tot. Okay, komm schon, let's go. Nächster Versuch und vielleicht kann man sich auch irgendein Fahrzeug schnappen und dann einfach hochfahren, wenn man es echt gut anhalten kann. Ich habe es auch schon gesehen, dass manche Fahrzeuge einfach so rumstehen. Da könnte man ja eigentlich einsteigen und versuchen hochzufahren. Und oben angeblich sollen dann zwei Flugzeuge sein, mit denen man wegfliegen kann. Stand zumindest in der Beschreibung von dieser Map. Mal schauen, wow, 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 was uns da noch erwarten wird. Aber jetzt müssen wir echt alles nochmal neu machen. Das ist halt schon deprimierend, weil es auch voll zufällig ist, wie diese Fahrzeuge hier kommen. Also man kann das nicht irgendwie... berechnen. Ich bin echt mal gespannt, wie er das oben gemacht hat. Wahrscheinlich echt voll viel Spawner. Aber wie können die denn so viel spawnen wie hier? Alter, das gibt's ja nicht. Und schon wieder Leben verloren. Und das hat mich echt noch runtergedrückt. Und genau das ist es. Wir müssen jetzt echt versuchen. Jawohl, haben wir geschafft. Auf direkt so eine Platte, wo eben nicht mit diesem Eis überzogen ist, zu kommen. Weil ihr seht, sonst wirklich rutscht man die ganze Zeit runter. Aber jetzt sind wir schon wieder echt gut. Wir sind gut dran, Leute. Oh, das gibt's nicht. Man muss echt auch gute Sprünge machen. Wenn man da nicht direkt im letzten Moment springt und diesen Doppelsprung macht. Wow, und dann rutscht es hier halt auch noch. Das ist noch nicht alles. Und es laggt auch noch dazu. Können wir hier runter? Können wir hier unter die Platte? Ja, komm, oder? Okay, das war aber gut. Das war gut. Wir sind jetzt kurz davor. Wow, komm schon. Das ist sowas von mies, diese Map. Sowas von mies. Ich lasse gleich aus. Alter, haha. Dieser ATK, ne? Der hat mir gerade nochmal die Rampe gegeben. Aber wir haben halt schon wieder nur 46 HP. Also die Fahrzeuge, die können euch auch einfach so überrollen und überfahren. Und das ist halt, wie gesagt, alles Zufall da oben, was da abgeht. Oh, wir hätten eigentlich einsteigen können gerade schon. Oh, das gibt's nicht. Komm, wir müssen uns safen. Oh, okay. Aber geht. Geht, geht, geht. Jetzt hier kurz Fuß fassen, direkt da hoch. Und wir haben schon über die Hälfte des Berges jetzt erklommen langsam. Oh, nochmal hier kurz Rast machen und durch die perfekten zwei Sprünge hier timen. Jetzt haben wir es geschafft, okay. Also wir müssen auf jeden Fall hier hoch dann gleich. Wir warten, bis was frei wird, immer hier schön vorausschauend. Denken wie beim Autofahren. Hä, aber wie soll man das denn machen? Oh, nee. Ich bin wieder ganz schön weit in der Zwischenzeit hochgekommen. Jetzt ist halt echt nur hier das Ding. Man muss halt echt schaffen,
dass man hier diesen Sprung hinbekommt. Und dann aber auch noch irgendwie, da muss man sich hier runterstellen. Oh, komm schon. Okay, aber immerhin, wir sind nicht ganz unten. Wir sind nicht tot, uns geht's gut. Nur noch hier ein paar Wagen ausweichen. Und dann wieder runterschlittern. Das gibt's nicht. So, jetzt. Jetzt bleib stehen. Wir müssen echt hier unten kurz rein, glaube ich. Also anders geht's, glaube ich, echt nicht. Ja, wir sind drin. Und jetzt können wir echt ganz hoch, da bin ich mir sicher. Wir könnten auch mal echtes Kart nehmen, aber das mache ich im Verzweiflungsfall. Wenn ich es echt nicht hinbekomme, werde ich mir einfach so ein Auto nehmen. Und eigentlich müsste es klappen, weil das Auto kann auch auf Eis ganz gut fahren. Und wir sind schon wieder... Oh, komm schon. Okay, egal. Wir leben. Alles gut. Nein. So. Nochmal hier ein. Alter, was geht denn ab? Was geht denn ab? Ich bin jetzt echt schon wieder weiter oben. Wir müssen aber, glaube ich, in so eine Tür da oben rein. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm. Komm. Jetzt die Gelegenheit. Ja. Wir sind in dieser Tür drin. Und wir sind sowas von weit oben schon. Wir können es jetzt echt schaffen. Okay, schön warten, bis was frei wird. Bis es ein bisschen ruhiger hier ist. Und dann muss ich echt gleich die Möglichkeit ergreifen, hier drauf zu kommen, glaube ich. Wieder auf dieses Bouncepad. Boah, da kommen aber echt die ganze Zeit welche. Jetzt ist, glaube ich, gut. Nein. Boah, wieder von ganz vorne. Leute, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Komm, los. Gib Gas. Gib Gas. Okay, das ist also da unten. Du bist meiner. Oh, du. Komm du. Nein, fahr nicht weg. Hier, du bist meiner, oder? Du bist doch meiner. Komm, brems. Ja. Komm, wir drehen um. Aha, hier steht doch mein Taxi, Leute. Taxi, bitte komm. Jetzt klappt's aber hier, komm. Jetzt lassen wir uns hier nicht wegdrücken von irgendjemand. Wir gehen jetzt hier direkt mit dem Boost hoch, Leute. Auf Ansage, komm. Hier noch schnell die Kurve. Dann einfach nur noch diesen Fahrzeugen ausweichen und irgendwie versuchen, da hochzukommen. Oh, hier sind aber diese Speed-Teile. Aber vielleicht können wir jetzt echt mit dem Boost irgendwie... Geht es? Es läuft. Wir müssen jetzt irgendwie... Oh, nein. So, der nimmt mich hier mit. Komm. Beiseite hier mit dem Quad. Wir gehen da jetzt hoch. Ah, okay. Wow, wie viel kommt da auf einmal? Alter, ist das krass. Okay. Jawohl, wir hier drin. Okay, komm. Jetzt da hoch. Auf das Bounce Pad. Boah, geht weg. Jawohl, so weit war ich jetzt noch nie. Jetzt noch hier. Komm. Auf das, bitte. Jetzt hier. Komm, wir sind oben, oder? Nein, das ist so knapp. Hier, ich gebe nicht auf. Nein. Alles nicht nur wieder runter. Oh, das war richtig schlecht. Das war ganz, ganz schlecht. Aber wir können es schaffen. Okay, jetzt wieder an das hier. Hier seitlich. Seitlich gleich an das. Ja, komm, jetzt sind wir oben. Wir sind oben, Leute. Wir haben es geschafft. Ohne irgendwelche Tricks hier mit den anderen Autos. Ich habe es echt nur mal kurz gemacht, um mich da wieder ein bisschen weiter hoch zu klimmen. Wir haben es geschafft. Hier ist ein Lama. Zwei Flugzeuge sind hier. Es gibt hier alles. Guck mal, haben wir eine Boombox am Start. Wie funktioniert das ganze Ding jetzt? Ich glaube, da oben sind die, oder? Wir fliegen mal in den Flieger hoch oder schauen uns das mal so an. Aha, guck mal, hier sind die ganzen Spawns von dieser Map. Da kommen also die ganzen Fahrzeuge raus und gehen hier die Lawine runter. Wir schnappen uns das Flugzeug und werden aus diesem Dungeon entkommen. Schaut euch's an, Leute, wir haben es echt geschafft. Das ist geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch packe, ey. Okay, dann ziehen wir hier an, da sind Pfeile und wir haben es geschafft, jawohl, hier ist sogar Endzone des Spiels, wir können sogar durchfliegen. Oh, ein GG, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like für die Folge, da würde ich mich enorm freuen. Und bitte tragt den Code CRENCHX-ROYAL in eurem Itemshop unten ein, ihr würdet mir damit so enorm helfen. Glaubt ihr gar nicht, dauert echt nur 20 Sekunden. Danke an jeden Einzelnen, welcher schon gemacht hat und an alle, die es noch machen werden. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.
euer Crunch Royale.